Eine App, die einen Mietwagen für 1 Euro anbietet. Das gibt's doch nicht. Fahren so weit man will für den absoluten Schnäppchenpreis? Galileo-Reporterin Claire Oelkers testet, wie die App Flipcar funktioniert. 1 Euro für einen Mietwagen? Also, ich finde, das klingt so, als ist da irgendwas dran faul. Schließlich kostet eine normale Mietwagenfahrt locker 50 Euro. Okay, es sind auf jeden Fall einige Autos verfügbar in ganz Deutschland. Ich bin in Berlin und ich möchte nach Leipzig. Hier steht tatsächlich 1 Euro. Die Bedingungen dafür sind, eine vorgegebene Route muss eingehalten werden. Dafür steht ein festes Zeitfenster zur Verfügung. Und man sollte möglichst passiv fahren. Bevor Claire starten kann, muss sie sich mit ihrem Namen und der Kreditkarte anmelden. In 20 Minuten soll es schon losgehen. 2 Klicks später hat Claire den Wagen reserviert. Die App vermittelt nur die Fahrten. Der Wagen selbst kommt von einer klassischen Autovermietung. Hallo, schönen guten Tag. Ich habe über Flipcar ein Auto angemietet für 1 Euro. Ja, korrekt. Korrekt? Ja, das ist korrekt. Claire muss Führerschein und Ausweis zeigen. 850 Euro Selbstbehalt und 300 Euro Kaution werden auf ihrer Kreditkarte geblockt und nach unfallfreier Fahrt wieder freigegeben. Für 1 Euro ist also auch die Versicherung inklusive. Und der Knaller, auch das Benzin. Bei ihrem Mietwagen schaut Claire ganz genau nach Kratzern und Dellen. Der Mitarbeiter notiert auch die kleinste Macke. Es sind zwar nur so ein paar kleine Kratzer, aber ich will da wirklich auf Nummer sicher gehen, weil ich möchte auf jeden Fall nicht den Selbstbehalt bezahlen müssen. Dann kann die Fahrt nach Leipzig losgehen, sagt auch die App. Okay, die App macht jetzt hier schon Druck. Los geht's, starte jetzt deine Fahrt. 2 Stunden und 16 Minuten hat Claire Zeit. Für die 190 Kilometer eine realistische Spanne mit gutem Puffer. Die App ist gleichzeitig Navigationssystem. Claire soll sich ja an die vorgegebene Route halten. Das honoriert die App nämlich. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich jetzt nicht zum Beispiel zu schnell fahre, weil die App, die beobachtet mich. Und wenn ich mich nicht so richtig an die Verkehrsregeln halte, dann werden mir nämlich Coins abgezogen. Das will ich nicht. Denn mit der Flipcar-App kann der Fahrer Punkte, sogenannte Flipcoins, verdienen. Für die Fahrt von Berlin nach Leipzig gibt's 5 Coins. Hat Claire 25 Coins eingefahren, kann sie die gegen eine Fahrt in einem Luxusschlitten einlösen. Die Flipcoins belohnen gutes Fahrverhalten. Das misst die App mit Bewegungssensoren, die im Smartphone sitzen. Wer wilde Manöver in den Kurven fährt oder rast, verliert Coins. Auch wer mehr als 20% von der Route abweicht. Doch das Umfahren von Staus ist erlaubt. Das berechnet die App mit ein. Claire hofft, dass sie alle 5 Flipcoins abräumt. Der Verkehr in der Stadt ist aber erstmal zäh. Das ist eine ganz komische Route, die der hier wählt. Also ich persönlich wäre hier nie lang gefahren. Fakt ist aber, ich darf von der vorgegebenen Route nicht abweichen. Das Navi weiß halt, wo es lang geht. Die App lotst Claire an den schlimmsten Staus vorbei. Noch 15 Minuten geht es auf die Autobahn. Jetzt heißt es Strecke machen. Claire gibt Gas, zumindest bis zur nächsten Geschwindigkeitsbegrenzung. Oh Mann, ich komme kaum voran. Die komplette Autobahn besteht gefühlt nur aus Baustellen. Ich darf nur 80 fahren und das ist ein Problem, weil die Zeit sitzt mir im Nacken. Ich muss den Wagen in 1,5 Stunden abgeben und aktuell sehe ich nicht, dass ich das schaffe. Doch dann lockert sich der Verkehr wieder. Claire hat freie Fahrt und liegt wieder gut in der Zeit. Ich will das jetzt mal so ein bisschen herausfordern und werde jetzt hier mal auf einer Strecke auf der Autobahn schön ordentlich Gas geben und dann mal schauen, was passiert und ob sich die App meldet. Im Wechsel beschleunigt Claire und bremst abrupt ab. Eigentlich soll sie gleichmäßig und vorausschauend fahren. Wird sie jetzt Flipcoins verlieren? Okay, hier ist eine Baustelle, hier muss ich jetzt wieder auf 100 runterbremsen. Ich war jetzt bei 180. Die App hat nichts gemacht. Aber vielleicht rächt sich das noch nach hinten raus. Also wer weiß, wann ich dann quasi übermittelt bekomme, ob ich eine gute Fahrerin war oder eher so eine, wie so eine kleine Verkehrssau gefahren bin. Und wie ist es mit der Routenüberwachung? Claire soll ja streng nach Navi fahren.
Wie wäre es mit einem Abstecher? Da sie Tempo machen konnte, hätte sie etwas Zeit dafür. Ich habe irgendwie Bock auf einen Kaffee. Ich fahre jetzt mal raus, werde dabei aber von der Route abkommen. Mal sehen, ob sich die App dann beschwert. Rechts abbiegen auf B100 Richtung A9 Halle. Sie will wieder zurück auf die Autobahn. Aber ich will jetzt Kaffee trinken. Die App versucht permanent, Claire zurückzulotsen. 20 Kilometer kostet sie der Abstecher. So lange lässt sich Claire aber nicht Zeit. Denn wer die Zeit für die Rückgabe absichtlich stark überschreitet, muss mit einer Gebühr von mindestens 50 Euro rechnen. Bei Claire rollt der Verkehr, bis kurz vor dem Ziel doch noch ein Stau kommt. Zum Glück kostet er sie aber nur 8 Minuten. Geschafft! Ich bin da, yes, und ich bin vor allen Dingen auch gut in der Zeit. Pünktlichkeit ist der App sehr wichtig, denn das Auto soll gleich weiterverliehen werden. Jetzt bin ich mal gespannt, ob nicht doch irgendwelche Extrakosten noch auf mich zukommen. Nein, das sieht soweit alles gut aus. Ich schaue noch mal einmal ums Auto rum und notiere den Kilometerstand. Okay. Und dann sind wir auch schon durch. Das heißt, es bleibt bei 1 Euro? Genau, dabei bleibt's. Ah, cool. 2 Flipcoins hat Claire verdient, obwohl sie die App wirklich provoziert hat. Maximum wären 5 gewesen. Also mir sind jetzt irgendwie 3 durch die Lappen gegangen. Wildes Beschleunigen, heftiges Bremsen und der Umweg kosten Flipcoins. Aber das hat Claire ja herausgefordert. Nur für die Pünktlichkeit lächelt der Smiley 2 Coins. Jetzt will ich aber mal wissen, wie kann das gehen? Wie funktioniert das überhaupt, dass so eine Miete nur 1 Euro kostet? Sie fragt nach. Das müsste ja eigentlich für euch ein Verlustgeschäft sein. Ist es nicht. Wir nutzen dafür unsere Überführungsfahrten. Also sprich, wir stellen ja immer unseren Kunden das richtige Auto zur richtigen Zeit am richtigen Ort zur Verfügung. Und ab sofort können es unsere Kunden übernehmen und zahlen dafür eben nur 1 Euro. So müssen die Mietwagenfirmen keine eigenen Leute anstellen, um ihre Fahrzeuge von A nach B zu fahren. Also nach Bedarf hin und her zu schieben. Ich als Kunde übernehme die Überführungsfahrten. Das Mietwagenunternehmen spart sich so eine Menge Geld und ich profitiere davon.